Transfer-Update. Ja, und wir können sie gleich laufen lassen, denn so viel ist da nicht passiert, Sebastian. Wir können es rucki-zucki zusammenfassen. Jakov Medic, da ist es ein bisschen ruhig geworden um den. Ich kann dir verraten, es gab wohl nochmal einen Vorstoß vom VfB Stuttgart. Allerdings bleibt St. Pauli hart. Sie wollen 5 Millionen für Jakov Medic, was dem VfB natürlich jetzt nicht so gut gefällt und auch dazu bewegt, erstmal Abstand von diesem Transfer zu nehmen. Problem ist, dass Jakov Medic einen ziemlichen Hals schiebt auf St. Pauli, weil es ja eigentlich die Absprache gab, hey, wenn du uns einen Verein bringst, der, sag mal so, um die 3,5-4 Millionen zahlt, dann kannst du gehen. Jetzt sagt St. Pauli aber, nee, wir wollen doch lieber 5. Und jetzt versucht man wohl, auf Medic einzuwirken. Man möchte ihm klar machen, dass er wirklich eine wichtige Säule für die jetzt laufende Saison ist für St. Pauli. Und man möchte ihn davon überzeugen, dass ein weiteres Jahr zweite Liga genau das Richtige für die Entwicklung des Spielers ist. Es ist sozusagen ähnlich wie bei uns hier mit Sascha Kalajdzic. Man möchte Jakov Medic einfach noch ein Jahr hier behalten und dann für noch mehr Geld verkaufen. Das ist der Plan. Dann, passend zu dieser unfassbar tollen Musik, die jetzt leider nicht mehr läuft, habe ich gestern von einem Gerücht gelesen, das ich jetzt nicht auf die Schnelle verifizieren konnte, beziehungsweise ich habe eine Quelle angezapft. Bislang gab es da keine Reaktion. Es geht um Duane Jones, Linksverteidiger von New England Revolution. Also hat noch kein Mensch gehört. Ich auch nicht. Den Spieler kenne ich nicht. Den Verein kenne ich nicht. Ich weiß aber ein paar Eckdaten. Er ist 25 Jahre alt, hat noch Vertrag bis Ende 2024 und er soll angeblich, eine mögliche Option sein, sollte Borna Sosa den Verein noch verlassen und dann wäre er sozusagen der neue Linksverteidiger des VfB Stuttgart. Ich sag schon, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe mir ein paar wenige Sequenzen von ihm angeschaut. Das Erste, was mir negativ auffällt, ist, er ist ein Rechtsfuß, der über links kommt. Der kann gut mit rechts flanken, aber das funktioniert nicht. Den rechten Fuß stellen die dir zu, da machst du keinen Stich, das sehe ich nicht. Dann kommt dazu, der Typ ist wirklich jacked. Also der sieht aus wie ein MMA-Fighter eigentlich. Und ich frage mich, was der beim Fußball macht. Für mich ist das viel zu viel Muskelmasse, dass die Dynamik so ein Stück weit einschränkt. Das passt für mich nicht so richtig. Dann dazu noch das Alter mit 25 Jahren. Vielleicht rede ich am Dienstag anders über den Spieler, aber Stand heute glaube ich, das ist eher eine Ente. Anderlecht soll auch Interesse haben, aber ich weiß ja nicht, was die sonst noch für Sportarten anbieten. Kann ja sein, dass die tatsächlich irgendwie eine Ringertruppe haben und ihn dafür verwenden. Dann, jetzt kommt's, Sebastian. Ich hab's dir versprochen. Ja, komm. Der Kalajdzic der Woche. Kalajdzic ist heute wirklich, ist heute nicht viel, gebe ich ganz ehrlich zu. Wir haben gerätselt, ob Sascha Kalajdzic mit der aktuellen Situation gut umgehen kann oder ob das nicht alles so viel ist, ob es ihn zu sehr belastet. Und wir haben auch darüber geschimpft, oder ich nehme dich jetzt hier einfach mal mit rein, aber natürlich habe ich darüber geschimpft, dass er sich irgendwie nicht, wir beide, dass er sich nicht festlegen kann, was er eigentlich genau möchte. Ja, und Pellegrino Matarazzo wurde jetzt auf der PK dazu gefragt, wie er das eigentlich sieht. Also wie er das wertet, dass Sascha sehr offen mit seinen Gefühlen, oder so offen es halt geht, mit seinen Gefühlen umgeht und relativ viel erzählt, wenn er auf dieses Thema mögliche Transfers angesprochen wird. Er könnte es ja auch kurz machen und sagen, gibt nichts Neues, ciao. Stattdessen erzählt er einen halben Roman und wundert sich, dass die Leute anschließend so einen Hals auf ihn haben. So, wir hören uns mal an, wie Pellegrino Matarazzo das Ganze bewertet. Und für alle, die auf YouTube jetzt gerade zuschauen, die werden jetzt auch Pellegrino Matarazzo dabei sehen. Und ich finde, hier kann man sehr, sehr gut zwischen den Zeilen lesen. Also hören wir uns mal an, was Rino zu einem oder zu Sascha zu sagen hat. Ich glaube, ich habe die Frage richtig verstanden, dass er das Recht hat, über seine Zukunft zu sprechen und ob ich meine, ob er zu offen und ehrlich ist. Was wir Sascha empfehlen, ist, empfehle mir auch Sascha, was er macht, ist es auch sein Recht, sich zu äußern. Und ich finde es, also unabhängig von Sascha her, also es geht im Allgemeinen, also jeder Extrem ist immer eine Stärke und gleichzeitig eine, könnte auch eine Schwäche sein. Das ist im Allgemeinen gesprochen. Man merkt schon, dass er weiterhin Mitteilungsbedürfnis hat. Das gehört auch zu ihm, das ist sein Charakter. Und das ist, für mich auch kein Problem.
Ja, hört sich nur nicht so an. Nee, also genau, es klingt so, wir empfehlen ihm was und er macht was anderes. Ja, also vielleicht lesen wir da auch viel zu viel rein, aber ich habe es genauso verstanden, dass er eigentlich sagt, hey Mann, äußere dich vielleicht nicht jetzt bei jedem Interview zu dieser Thematik, kürze es vielleicht auch mal ab, das tut dir nicht gut, tut uns nicht gut. Die Fans kriegen auch schon, wie gesagt, einen Hals. Also ich finde, man konnte da gut zwischen den Zeilen lesen. Das war der Kalajdzic der Woche, der zweite in dieser Woche. Und dann wird euch aufgefallen sein, dass Darko Schulinov immer noch nicht offiziell transferiert wurde. Stimmt. Keine Sorge, keine Sorge. Das geht jetzt demnächst über die Bühne. Wir haben es ja schon am Dienstag gesagt, es gibt Visa-Probleme. Ich wusste natürlich nicht, dass die so weit gehen, die Visa-Probleme, dass er noch nicht mal einen Medical-Check bei seinem neuen Verein, also in Burnley, machen kann. Ach, er kommt gar nicht rein quasi. Ja, das ist sehr merkwürdig. Also ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Medical-Check, also so ein Medizin-Check, lass uns das auf Deutsch sagen, das sollte ja kein Problem sein. Da fährst du halt mal hin, lässt dich durchchecken und ja, quasi, fährst halt zurück. Ja, also ich meine, ich kann doch auch zum Zahnarzt gehen nach England, ohne dass ich mich vorher mit einem Visum da irgendwie bewerbe für. Aber das ist doch merkwürdig. Bisschen drüber lustig gemacht, dass zum Beispiel Orel Mangala seinen Medizincheck für Nottingham in Griechenland gemacht hat. Ja. Und jetzt sieht man, das hat vielleicht auch logistische Gründe gehabt. Ja, es hatte, aber das ich habe das irgendwo gelesen oder gehört, das hat wieder irgendwie so ein Journalist ausgedacht, dass es, ich glaube, Sky hat das erzählt, dass bei Orel das tatsächlich auch mit dem Visum zu tun hatte. Das ist Quatsch. Es ging darum, das machen die alle da in jetzt komme ich nicht drauf. Wo ist er hingewechselt? Mensch, ich stehe auf dem Schlauch. Nottingham, genau. Das macht der griechische Besitzer, weil er den englischen Ärzten nicht vertraut. So. Nicht traut, ja. So, und das war der Grund, warum die ganzen Medical Checks der neuen Spieler eben in Athen gemacht wurden. Also das kann man nicht zusammenbringen. Bei Darko Schulinov scheint es jetzt da halt dieses Problem zu geben, dass er aktuell noch nicht nach England einreisen darf. Ich weiß nicht, ob man das dann mal jetzt demnächst lösen kann. Zu mir hieß es, ja, dass das kein Problem sei und ja eigentlich heute müsste das Ding über die Bühne gehen. Jetzt ist Donnerstag, wie spät haben wir es jetzt? 20.30 Uhr. Er ist immer noch Spieler des VfB Stuttgart. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es morgen soweit sein wird, aber es liegt, wie gesagt, wohl an diesen Visa-Problemen und am noch nicht durchgeführten Medizincheck. Es bleibt spannend, vielleicht haben wir bald dann auch den Schulinov der Woche, also was den Medizincheck angeht. Wirklich. Wir drücken Darko auf jeden Fall die Daumen. Ja.